Wir sind die Autotoaster-Gruppe. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was bringt uns das oder was bringt das der Umwelt oder irgendwelche Fragen in dieser Hinsicht. Ja, das können wir euch ganz einfach sagen. Das steht auch eigentlich schon dort recht klar und deutlich da. Ein revolutionäres Aufwachen soll das ermöglichen. Denn dieser Toaster, wie man hier in einer wunderschönen Skizze sehen kann, kann sich fortbewegen mit der App, die dann später noch erklärt wird. Es kann dir den Toast genauso bräunen, wie es dir beliebt, und kann mit den Armen zusätzlich das Toast reinstecken und wieder rausholen und es dir notfalls ins Gesicht werfen. Aber das ist eine andere Sache. Ja. Und noch eine wichtige Sache. Kannst du schon mal mitmachen? Genau. Hier stehen nochmal so, was ich gerade gesagt habe. Und zwar mit der Zeiteffizienz. Wenn man jetzt berechnet, ungefähr so ein goldbraunes Toast, braucht man 3 Minuten. Das heißt, im Jahr sind das 18 Stunden ungefähr. Das heißt, ihr verschwendet 18 Stunden eures Lebens in einem Jahr, wofür ihr Besseres umsetzen könntet, um zum Beispiel die Umwelt zu retten. Genau, wie Mara schon erwähnt hat, haben wir eine kleine App gebaut, um das Ganze dann auch zu kontrollieren. Ben hat die hier auch auf seinem Handy drauf. Ich zeige die hier jetzt mal auf meinem Rechner. Ja, wir stellen noch mal kurz die Größe ein, dass man das auch richtig sieht. So, hier haben wir die Home-Ansicht und da gleich das erste Control. Und zwar können wir die Toastbräune einstellen. Gerade liegt die noch bei 50%. Das Praktische ist, wenn wir die jetzt verstellen, dann haben wir auch eine kleine Vorschau, wie das Toast am Ende aussehen wird. Damit wir auch genau wissen, wie es wird. Und dann, wenn wir das richtig eingestellt haben, können wir hier einfach den Toast-Vorgang starten. Und dann läuft der Server gerade nicht und deswegen passiert auch nicht das, was eigentlich passieren sollte. Aber normalerweise kommt da dann eine kleine Bar, die anzeigt, so und so viele Minuten dauert das Toast noch. Da kannst du noch, was weiß ich, die Umwelt retten in den paar Minuten. Und dann weiß man genau, wie das funktioniert. Darunter haben wir noch eine Weckerfunktion, die ist im Moment noch nicht eingebaut, aber da wollen wir es dann ermöglichen, dass man im Vorjahr einen Wecker stellt und dann zu einer bestimmten Uhrzeit der Toaster automatisch startet, dass man eben dieses revolutionäre Aufwachen wirklich erleben kann. Ja, dann, ihr habt schon gesehen, ich durfte gerade noch etwas an der Technik rumspielen. Das Problem ist so, der normale Toaster, den man so kennt, der versteht sich selten mit Handys. Und dementsprechend mussten wir da ein bisschen Technik rumbauen und ganz viel programmieren, damit dieser Toaster übers Handy steuerbar ist. Dazu haben wir einen Minicomputer genommen, auf dem mehrere Server laufen und diesen Klienten, der gerade vorgestellt wurde. Die Server sind in Python geschrieben. Da haben wir einmal eine API, das steht für Application Programming Interface und bietet eine Schnittstelle, damit wir von der Anwendung, die wir sehen, quasi den Roboterarm dort am Ende kontrollieren können. Dazu gibt es dann noch eine sogenannte Bibliothek, die uns diese ganzen Schnittstellen bereitstellt, damit wir auf dem Rechner selbst den Roboterarm steuern können. Und dann zu guter Letzt, das dritte ist dann das, was tatsächlich die Verbindung zwischen dieser Schnittstelle und dem Roboterarm darstellt. An dieser Stelle hatten wir ein Video, auf der allerdings die Person zu sehen ist, die nicht gerne zu sehen sein möchte. Und deswegen erkläre ich euch das jetzt einfach mal hier. Der liebe Jasper wird jetzt einmal das Programm starten. Der Roboterarm nennt sich das Toast. Ja. Falsche Richtung. Ja. Das scheint nicht mehr zu wollen. Jedenfalls sind da 6 Servos drin. Nein, wir haben leider kein Video. Es sind 6 Servos, die eigentlich fast jede Achse wiedergeben können. Und eigentlich war es so gedacht, dass dieser Arm sich das Toast nimmt und in so einen Mini-Toaster macht, der auch noch sehr schön designt ist. Aber anscheinend funktioniert das gerade nicht. Auf dem Video hatte es funktioniert. Aber glaubt mir einfach, es funktioniert. Okay.
Dann vielen Dank an die Gruppe Autotoaster. Und ich glaube, wir haben es hier gerade so ein bisschen gesehen. Es funktioniert nicht immer alles auf Knopfdruck und das muss es auch gar nicht. Es kann sein, dass es mal Fehler gibt. Es kann sein, dass mal 4 Stunden so gar nichts funktioniert. Und nachdem man dann doch irgendwie wieder sich überwunden hat, weiterzumachen und nach einer Lösung für das Problem zu suchen, das scheinbar unlösbar ist, geht es dann trotzdem. Und auch das ist völlig in Ordnung, denn wir sind hier, um Dinge zu lernen. Und auch wir MentorInnen, wir sind nicht dazu da, um Dinge zu erklären oder zu sagen, so und so geht das, so und so ist das richtig und das ist falsch. Sondern wir sind da, um zu helfen und wir wissen auch nicht immer alles. Teilweise sitzen wir da und denken uns, okay, der Roboterarm bewegt sich, habt ihr super hinbekommen. Keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt, aber ihr habt es geschafft nach so und so vielen Stunden rumbasteln. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine ganz wichtige Sache bei Jugendhakt, einfach zu lernen, wie kann ich denn auch mit Dingen umgehen, die vielleicht nicht auf Anhieb funktionieren? Und ich glaube, das ist immer wieder so eine ganz, ganz tricky Sache mit diesem Toaster und dem Toasterarm gewesen. Alles, was sich bewegt, nicht so einfach.